jetzt. Um jetzt hier bei uns was zu Ihrem Werk, Ihren Arbeiten zu sagen, die im Original vorzustellen und auf IMO weitere Werke und auch in Mappen, die wir hier noch haben. Und ja, ich übergebe jetzt einfach mal und bin gespannt. Ich glaube, wir kriegen auch noch eine Live-Mal-Performance, aber mehr will ich jetzt gar nicht verraten. Gut, danke. Okay, ja, erstmal, ich freue mich hier ausstellen zu können. Wie gesagt, ich komme ja nicht von hier, sondern ein bisschen weiter weg, aus Norddeutschland. Und ich soll erstmal was zu mir überhaupt erzählen, hat Sarah gesagt. Ja, ich mal, seit ich ein Kind bin, ganz viel und das hat sich so auch, habe ich so beibehalten, habe das dann auch studiert und bin eben jetzt auch künstlerisch tätig weiter. Ich habe einige Bilder, aktuelle Bilder, hier hängen aus oder stehen und in den Katalogen, die da stehen und da liegt auch noch eine Mappe, sind auch noch ältere Bilder von mir. Einmal ist ein kleiner Katalog da zu Vergänglichkeit. Das ist ein Thema, was ich als Abschlussarbeit gemacht habe in meinem Studium und was mich seitdem auch nicht wirklich losgelassen hat, was immer wieder in meinen Bildern vorkommt. Und ein kleiner Katalog zu Schweden, weil das ein Land ist, wo ich ganz oft war, bin, im Urlaub und so, und da eben auch ganz viele Motive finde, die ich dann eben künstlerisch umsetze. Wenn ihr euch das anguckt, seht ihr, das sieht ein bisschen anders aus, als die Sachen, die ich hier jetzt so zeige im Original. Und da liegt auch noch eine Mappe, die blaue mit so Zeichnungen, das sind Werke, die alle in Südamerika entstanden sind, da habe ich mit meiner Familie 1,5 Jahre gewohnt in Paraguay und wir sind da auch ein bisschen natürlich rumgereist, haben uns das da angeguckt. Das sind also auch Bilder aus Argentinien und Chile und Bolivien und wo wir so waren drin, wo ich dann eben auch immer mein Papier und meine Stifte mitgenommen habe und auch gezeichnet habe. Ja, okay. Und da in dieser Zeit in Südamerika ist das auch eigentlich entstanden, diese Art, wie ich jetzt vor allem zeichne und male. Nämlich dadurch, dass ich ungern, kennen die künstlerisch tätig sind vielleicht, wenn man irgendwie so vor der leeren Leinwand oder dem leeren Papier sitzt. Und da habe ich dann eben diese Abklatschtechnik zuerst als Hintergrund entwickelt und dann angefangen irgendwie statt auf dieser Abklatschtechnik einfach irgendwas anderes zu zeichnen, die Bilder eben, die Farben, die Flecken und so weiter auszudeuten. Und das ist eigentlich das, wie ich jetzt vor allem arbeite, dass ich eben mit Farben, mit flüssigen Farben auf Leinwände oder auf Papier Formen aufbringe, abklatsche. Und kennt jeder aus der Kindheit, denke ich, ne? Wenn man so Schmetterlingsbilder macht, zusammenklappt und dann kommen da so lustige Formen raus. Und das ist das, was ich dann eben auch mache und dann eben schaue, was da drin zu sehen ist. Okay, jetzt zeige ich mal ein paar Beispiele. Ganz zu Anfang habe ich da angefangen, vor allem mit kleinen Tuschzeichen, die sind auch wirklich, das ist auch hier, das ist eben nur ganz klein, eben Tusche abzuklatschen und dann eben auszudeuten. Und eben aus diesem Schwarzen, wenn man ganz genau guckt, dann ist das ja auch so ein bisschen wolkig und dann erkennt man eben dann auch die ganzen verschiedenen Figuren oder Gesichter. Das ist eben so eine kleine Serie zu Feuer, habe ich sie genannt. Ja. Und bin dann aber weitergegangen eben zu ganz unterschiedlichen Mitteln und nutze eben Temperafarben, Acrylfarben, auch Druckfarben, die ich dann eben auf die Bilduntergründe bringe und abklatsche. Die Bilduntergründe sind auch verschieden, hatte ich schon gesagt, zum Beispiel eben Papier und Leinwände, was ich auch ganz gerne nutze, sind alte Straßenkarten. Seht ihr hier auch ein paar Bilder, wo das mit dabei ist oder eben schon farbiges Papier als Untergrund, wo dann eben nochmal farbig oder in schwarz drauf gedruckt wird. Ja, ganz oft ist
sind eben Gesichter oder Figuren in den Bildern zu finden, weil das eben das ist, wonach irgendwie ja, das Gehirn so sucht oder das Auge sucht, was sehe ich da, und dann kommen eben ganz oft eben die Figuren zustande, aber eben auch andere Sachen wie Landschaften oder sowas. Und diese Figuren sind natürlich dann nie realistisch, sondern immer irgendwie verfremdet. Teilweise eben nur Gesichter, wie man hier sieht, die dann eben verfließen im Hintergrund, dass ein Bild hier auch zu sehen ist, das gedreht ist. Das ist eigentlich nur ein Bild, ja, hier auf einer Landkarte, auch sehr viel kleiner, das hängt da oben. Und dann sind eben teilweise noch Strukturen da, die ich ausdeute zeichnerisch. Teilweise eben ganz viele Gesichter, Formen, und dann fließt es eben in den Hintergrund. Gut, dann möchte ich einen bei diesem Bild stoppen und mal so einen Weg von einem Bild zeigen. Das war ursprünglich, hier sind wir schon mal, das war so ein ganz, wie ich fand, hässlicher Kunstdruck. Auf so aufgespannt, so eine ganz kitschig irgendwie, Blümchen, ja, bunt. Und da habe ich erstmal einfach drüber gemalt, ganz wild, den Hintergrund und verlaufen lassen und dann drüber geklatscht mit Farbe. Und dann als nächsten Schritt eben erstmal ganz grob malerisch so Formen rausgeholt, wo ich dann schon was drin gesehen habe. Erstmal. Und diese Farbe dann auch wieder verlaufen lassen, sodass sich dann neue Formen daraus ergeben haben, wie das verlaufen ist. So, und dann mit dem malerisch dann den Hintergrund ausgestaltet. Ich denke, jetzt sind die Figuren auch schon erkennbar. Und dann eben durch Zeichnung tatsächlich sie hervorgeholt, sodass sie auch dann tatsächlich da sind, die Figuren. Also das dauert dann eben auch eine Zeit mit verschiedenen Schritten, bis dann aus diesem Hintergrund, der erst eben sehr frei zu deuten ist, für alle dann eben das sichtbar gemacht wird, was ich dann eben da drin sehe. Ja. Und wenn man diese Abklatschtechnik macht, ist ganz klar, dass auch immer Paare entstehen, sozusagen. Man hat ja immer das eine Stück und das Gegenstück. Und in diesen zwei Gegenstücken, es ist aber so, dass nicht unbedingt die gleichen Sachen spiegelverkehrt zu sehen sind. Erstens dadurch, dass vielleicht irgendwo eine Struktur fehlt, ein Teil fehlt, oder auch dadurch, dass einfach irgendwie man das anders wahrnimmt, dass es die andere Seite ist. Das sind jetzt immer die Gegenstücke voneinander. Und hier sieht man es jetzt so. Da werden hier oben dann noch die Flügel eben da. Das hängt auch da. Da sieht man, wie das zusammengeklappt wird. Das ist auch sehr viel kleiner. Das ist, über das rechts anhalte. Ah, zu spät. So. Ah, geht schon an. So. Da sind eben die beiden, die Gegenstücke voneinander, das linke und das rechte. Und in der Mitte, da ist eben nochmal auf dem Einzelblatt, da habe ich dann eben ein weiteres, also das sind drei Leinwände und das habe ich mit Papier dann eben das mittlere abgequatscht, ist dann nochmal ein anderes Bild entstanden. Aber hier sieht man eben ganz schön, dass aus diesen zwei verschiedenen Sachen doch ganz unterschiedliche Bilder rauskommen können. Hier eben einmal so ein kompletter Körper, wenn man es erkennt, hier ohne Kopf und eine nackte Frau, die dann so in so eine amorphe Form übergeht. Und hier dann eher sowas, wo die Form an sich ganz amorph ist und da drin ist eben dann so ein Gesicht versteckt, was ich eben bei der anderen Seite überhaupt nicht gesehen habe. Ja, und das hängt auch hier. Und da habe ich eins als Grundlage gehabt, eben diese Straßenkarte, wo ich eben eine Figur, ich hatte dieses Schachbrettmuster als Untergrund vorher gemalt und wollte eben darauf gerne eine Figur haben, habe also schon bewusst in der Höhe so abgeklatscht. Und das war da der Untergrund relativ dunkel war, ein bisschen schwierig, weil ich immer zu wenig Farbe genommen habe. Dadurch musste ich immer wieder drüber klatschen mit verschiedenen Bildern. Und dadurch ist zu diesem Bild sind dann drei Gegenstücke entstanden, weil ich immer wieder noch Farbe aufgebracht habe, die auch alle hier hängen.
geworden sind, aber von der Haltung, wie man sieht, ja relativ ähnlich. Und das ist eben das eine, was eben zur anderen Seite geht. Okay. Und jetzt wollte ich euch mal das so zeigen. Und zwar ist das eben so eine unbearbeitete Vorlage, so eine Abklatschtechnik praktisch, in der ich dann anfange zu suchen. Und da kann ja jeder von euch mal irgendwie schauen, ob ihr irgendwie da direkt was drin erkennt oder nicht. Ich habe mir das natürlich vorher schon mal so ein bisschen angeguckt, um jetzt hier nicht zu stehen und mir fällt nichts ein. Ich sehe eine Ente. Eine Ente? Ein Entenkopf. Schnabel und Augen. Ich sehe eine liegende Person. Was ist das jetzt? Eine liegende Meerjungfrau. Oder ein Katzenkopf über einer schwarzen Wolke. Wo siehst du einen Katzenkopf? Die mit der mittlere schwarze Punkt. Und dann hinter dem schwarzen Punkt diese Erwölbung. Das ist jetzt genau wie ein Katzenkopf. Achso, okay, die Augen. Ja, genau. So sieht das der Kater an sich. Also, das ist der Entenkopf. Das hier ist Schnabel von der Ente und hier ist so ein Auge. Ah, ja. 1A. Also das, was ihr jetzt alles gesehen habt, habe ich nicht gesehen. Ich hab eine Landschaft eher gesehen, beziehungsweise ein Gebäude, hier so ein Weg, hier so eine Mauer. Eine Mauer, die hier runter geht. Und dann so ein Tor. Genau, hier sind die Tore drin. Und da ist ein Planet, so ein roter, oder? Ja, ich weiß es nicht. Das ist so ein gelber Fleck auf dem Bild. Das kann auch eine Lampe sein. Genau, das scheint ja so. Das ist die Lampe davon. Und hier stehen dann noch so was wie so eine Zypresse. So. Ist aber schon Next-Level dann. Ja, jeder sieht ja was. Wenn man Flecken anlacht, dann sieht man. Ja, genau. Und das würde dann eben praktisch noch weiter ausgeformt, was da alles noch ist. Hier noch eine Zypresse im Punkt oder sowas. Gut. Zum Thema Ideen sammeln. Ja. Muss man überlegen, was ich daraus mache. Wie ist es? Nimmst du immer den ersten Impuls, den du dann hast? Nee, gar nicht. Also ich gucke mir das Bild an und deswegen habe ich auch mehrere Blätter hängen. Ah. Weil ich das nämlich dann auch so mache, dass... aber das hält nicht. Ich dachte, ihr hättet die alle einzeln. Haben wir auch. Was für ein Blick, ne? Ich drehe das natürlich auch und schau dann wieder, was könnte das sein? Also ich dreh das Bild die ganze Zeit und gucke eben, aus welcher Sicht gefällt mir das am besten oder was sehe ich wo? Hier ist jetzt wieder. Ihr hättet gesagt, das ist ein Teich mit einer Ente drin, wo dann quasi der Fluss von oben die Ente lässt es nicht los. Hier ist ein Teich. Ja, also das, was vorher das Tor war, ist jetzt ein Teich. Achso, das kleine. Und das, was die Lampe war, ist quasi eine Ente. Achso, das ganz kleine. Ich dachte, hier oben ist eine Riesenente. Nee, das ist ein Aber der Katzenkopf ist immer da. Ja. Ja, aber hier was hier. Zum Beispiel, das sieht ja aus wie so eine Landschaft, hier, wie so ein Tal, und dann fehlt nur noch hier so eine kleine Sonne im Hintergrund. Ja, wie so ein Pass, genau. Ja, hier so ein Berg. Das ja, genau, wie ein Pass. Ja, ein Pass. Und dahinter ist ein Sturz, da aus dem Hintergrund der Engel. Ja. Ja. Stimmt. Siehst du auch?
Ja, hätte ich jetzt eine Person gesehen, hier. Ja, da habe ich auch gedacht, so drei Nunnen oder so. Drei Leute stehen. Ja. Jeder Fleck, eine Person. Ja. Die heiligen drei Könige. Ja. Hier die noch? Ja, ja, die hätte ich auch gesagt, so die ganze drei Leute stehen. Ja, ich glaube, links ist der Stern. Wer hier? Ja, der Stern. Ja, die drei Könige. Der beste Weg, Alter. Ihr seht, es ist, ja, man findet relativ schnell was, es ist gar nicht so schwierig. So, weil man ja, weil man das auch gewohnt ist, man macht das schon als Kind irgendwie, dass man irgendwie die Wolken guckt, was ist das denn, da fliegt ein Drache oder sowas. Alles gut. Genau. Ja, das haben Sie sich alles selbst immer einzeln gezeigt, oder? Ja. Also anfangen hat man dann schon auch irgendwie so ein Repertoire von irgendwie, also es ergeben sich schon öfter Dinge, die du auch machst oder die du auch siehst, also jetzt du siehst Frauen oder Menschen oder irgendwas. Also Enten auf dem See habe ich noch nicht gesehen. Okay. Das ist, ja. Ist vielleicht auch manchmal, natürlich, ich sehe auch Sachen, die mir, wo ich dann sage, dass... das ist da, das sehe ich da drin, das möchte ich aber nicht zeichnen. Okay. Natürlich erkenne ich auch Sachen da drin, wo ich sage, ja, das ist ganz eindeutig jetzt das. Aber das für mich Blatt, oder? Das, genau, da habe ich keine Lust drauf, das eben aus diesem Bild zu machen. Und deswegen ist es auch teilweise so, wie ich dir auch eben schon gesagt habe, dass ich die Sachen teilweise auch lange in der Schublade liegen habe. Also ich habe ganz viele von diesen Bildern eben und... dass ich mir die immer wieder angucke und irgendwann fällt mir dann irgendwie was ein, was es sein könnte. Ja. Ich habe erst nicht alles gesehen. Wenn man es umdreht, nämlich so nach rechts, dann sieht es gut. So oder zurück? Ja, gerade andere Seite, andersrum. Ja. So? So wie es vorher war. Aha. Ich sehe nämlich so ein Fels, der irgendwie gerade so nach rechts irgendwie so ab. So ein Fels, was gerade abbricht irgendwie. Und da ist oben, da sehe ich so, ich weiß nicht, es könnten so Riesenmoos-Figuren sein oder so. Wir drauf liegen irgendwie und dieser Fels zerfällt gerade so irgendwie nach rechts runter. Dieser Gipfel. Ja. Genau. Ja. Da, wo ich diesen Weg gemacht habe, da war so. Wenn sie fallende Abschüsse gewesen sind, dann. Das ist furchtbar, ne? Ja. Furchtbar. Ja, aber es hat ja schon was eben von Felsen, finde ich auch. Also diese Fels. Ja, oder wie von eben so einer. Sind etwas surreal. So, zum Beispiel gibt es so diese. Kommt auch diesen. Wo war das bei Avatar? Diese schwebende Insel. Ja, ganz genial. Jedenfalls, da kommen diese Felsen, die da noch in so eine Luft hängen irgendwie. So kommt mir das gerade vor. Weißt du, so ein Fels, der mir gerade von einem Fels irgendwie abbricht und mir so. So runterkrachten muss gerade dazu. Hat es nicht Persönlichkeit, dass man einfach nur so die Optik, so von hier halt. Wahrscheinlich, weil es blau ist. Ja, deswegen so ein Filmpass. Ich glaube, es sieht nochmal anders aus, wahrscheinlich. So. Aber wo sehe ich es? Ja. Das wäre es von meiner Seite. Wer möchte, kann auch, ich lege die Stifte einfach mal hin, wer seine Ente oder sowas reinmalen möchte. Darunter sind noch mehrere. Ja, das ultimative Kunst, ja. Jeder darf seine Sicht ja. Einmalen. Ich habe auch noch fünf Farben. Verschiedene Farben, ja. Ihr müsst nicht schwarz, jeder kann ja seine eigene Farbe geben und dann sein eigenes Bild da reinmalen. Können wir Lichter machen? Ja. Ja. Und ich denke, danke, liebe Anke, für diesen wunderbaren Einblick. Ja. Ja. Anzumalen und umzugestalten. Ja, das ist ganz faszinierend. Ja, es ist auch ja alles ganz filigran und fein, wie ihr seht. Also Messlatte ist hoch. Und wer noch was wissen will und so, der kann sich ja dann einfach in Ruhe an die Anke wenden. Genau. So.